Es ist wirklich eine tolle Initiative, dass man die Leute zusammenbringt und einfach mal aufzeigt, was denn heute in dem Bereich E-Learning von der Uni im Saarland im Prinzip gemacht wird. Und die Projekte, die ich bisher gesehen habe, es ist wirklich sehr, sehr innovativ, was hier gezeigt wird. Und es ist wirklich auf dem welthöchsten Standard, was hier von der Universität in dem Bereich gezeigt wird. Also wirklich Hut ab, tolle Sache. E-Learning wird immer wichtiger. Also wenn man heute schaut, dass viele Hochschulen aus allen Nähten platzen, die Studentenzahlen werden nicht kleiner eigentlich, weil es kommen immer mehr auch vom Ausland, die Internationalisierung wird immer höher und da ist E-Learning, wird einen ganz neuen Stellenwert haben. Zum einen auch sprachliche Barrieren zu überwinden. E-Learning kann ich in beliebig vielen Sprachen machen. Das muss ich nicht auf einen Deutsch oder auf einen Englisch reduzieren, sondern da kann ich halt auch in Chinesisch im Prinzip Inhalte transportieren oder in Indisch oder in welche Länderzielgruppe ich auch für meine Universität wähle. Ich kann aber auch meine Universität sehr leicht über die Grenzen hinweg bekannt machen. Und Universitäten sind ja keine kleinen Inseln der Glückseligkeit mehr, sondern Universitäten vernetzen sich immer mehr. Und da ist E-Learning sicherlich ein zentrales Element, das einfach dazu beiträgt, im Prinzip die Kommunikation zwischen der Forschung und der Lehre zu optimieren, aber auch die Lehre untereinander besser zu vernetzen und die Kompetenzen auch von anderen Universitäten zu nutzen. Nochmal ein Beispiel, wenn Sie heute einen Professor in München haben, der eine Koryphäe in einem bestimmten Gebiet ist und Sie wollen den in Ihre Vorlesung im Saarland integrieren, dann können Sie das machen über E-Learning. Sie werden das sehr schwer machen können, wenn Sie den Menschen im Prinzip ins Auto setzen müssen und 4,5 Stunden nach Saarbrücken fahren und dann wieder 4,5 Stunden zurück. Das geht nicht. Ja? Und da hilft Technologie, da hilft E-Learning, ganz neue Lehrformen, ganz neue Kompetenzen im Prinzip in den Hochschulbereich zu integrieren.